Ja, da lässt sich sicherlich eine ganze Menge zu sagen. Ja, die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die waren also durchaus unterschiedlich und unterm Strich insgesamt keine guten, muss man sagen. Aber vielleicht nochmal zurück zu Ihrem Eingangsstatement und meiner Rolle hier. Die Kollegin Fössing von der Bundesknappschaft hat das ja etwas vorbereitet, was Sie da präsentiert haben. Mir sind da doch erhebliche Unterschiede aufgefallen zu unseren Ansätzen und Perspektiven auch auf dieses Thema. Und kurz zusammengefasst, wenn wir hier über Versorgungsmanagement in der integrierten Versorgung reden, hat das für mich nicht direkt was zu tun, zum Beispiel mit IT-gestütztem Controlling. Ja? Vertragscontrolling. Hat er das wirklich gemacht? Darf er das jetzt auch abrechnen? Das sind sicherlich auch Anforderungen an IT, aber die TK hat hier doch ein etwas anderes Patientenbild, offensichtlich auch ihren Aktivitäten auch in der IT-Nutzung zugrunde liegen. Zunächst mal gehen wir davon aus, dass es erforderlich ist, für Empowerment zu sorgen bei den Patienten, die Patienten darüber aufzuklären, was eigentlich die Hintergründe ihrer Erkrankung sind und die Hintergründe der von uns konzipierten Versorgungsangebote überhaupt. Ja? Diese Aufklärung ist natürlich auch IT-gestützt möglich und sehr sinnvoll, dann auch in einem ganz frühen Schritt auch zu unternehmen. In einem nächsten Schritt muss man integrierte Versorgungsformen zunächst mal finden und vernünftige Ansätze finden, auch die sich auch in einer Evaluation als sinnvoll erweisen und auch als wirtschaftlich tragfähig. Ich habe mich selber mit integrierter Versorgung an verschiedenen Stellen befasst, zum Beispiel in der stationären psychiatrischen Versorgung, wo wir mal hier in Nordrhein-Westfalen ein Projekt gemacht haben, um zu verhindern, dass Psychiatriepatienten diesen Drehtüreffekt erleiden und nach wenigen Monaten wieder da sind, wo sie herkommen, nämlich im Krankenhaus, weil halt die Nachsorge, die ambulante, vertragsärztliche Nachbetreuung nicht optimal verläuft und zum Beispiel Medikamente abgesetzt werden. Ja? Klassischer Fall. An diesen Nahtstellen zwischen ambulant und stationär findet dann natürlich auch ein Erfordernis statt an Kommunikation, an Patientenakte möglicherweise, an geregelter Übergabe des Patienten in den nächsten Versorgungssektor, hier in den ambulanten nach Krankenhausaufenthalt. Und dort kann man auch über IT-gestützte Systeme nachdenken, über einen Arztbrief beispielsweise, einen elektronischen. Wichtig ist aber, dass diese Dinge entstehen aus den Versorgungsideen, die da realisiert werden. Dass wir nicht von oben nach unten drüber stülpen, irgendeine Art von IT, wo wir sagen, wir möchten jetzt aber unbedingt dieses Formular ausgefüllt haben, sondern von den Versorgern vor Ort muss die Notwendigkeit erkannt werden und auch der Bedarf beschrieben werden, dort IT-gestützte Kommunikation stattfinden zu lassen. Es gibt andererseits aber auch, und da sind wir eben halt auch, Krankenkassen noch genug Erfahrungen. Sie hatten danach gefragt mit KIS-Herstellern. Wir haben auch auf anderen Gebieten der integrierten Versorgung sehr umfangreiche Verträge mit Krankenhäusern. Auch in der Orthopädie, in der Kardiologie und so weiter. Aus rechtssystematischen Gründen ist es in Deutschland erforderlich, dass die Krankenhausrechnungen hier separat ausgewiesen werden. Also eine Hüftprothese, die können Sie normal abrechnen mit uns oder halt im Rahmen der integrierten Versorgung. Was bedeutet zwei Entgeltschlüssel? Ja. Und dann hat ein Krankenhaus plötzlich, der Vertragspartner der TK ist, 200 Entgeltschlüssel mehr in seinem Programm. Ja, ich kann Ihnen IT-Hersteller und Krankenhäuser, die dahinter hängen, nennen, die haben dafür ein Jahr gebraucht, bis sie das umgesetzt haben. Ja, vorher konnten die uns überhaupt nichts in Rechnung stellen. Also Sie sehen auch daran, wie schwerfällig manchmal ein System ist. Dennoch nochmal mein Plädoyer dafür, auszugehen von den medizinischen Notwendigkeiten, in der tatsächlichen Versorgungssituation sich zu überlegen, wie kriegen wir es hier hin, passt genau. Aber halt auch zu den Dingen kompatibel, die wir im Rahmen der Telematikinfrastruktur jetzt in Deutschland entwickeln. Ja, vielen Dank. Professor Riedel vom Institut für Medizinökonomie und medizinische Versorgungsforschung. Sie haben zahlreiche solcher Projekte begleitet und auch mit initiiert. Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Hemmnisse und Hindernisse in solchen Projekten, die es dann immer wieder schwierig machen, dass sie tatsächlich zum Fliegen kommen? Ja, die grundsätzliche Frage sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Frage 1 ist, wir haben ein Vergütungssystem, was vollkommen sektorenbezogen ist. Ambulant, stationär plus Arzneimittelbudget. Herausforderung Nummer 1. Herausforderung Nummer 2, es gibt Partialinteressen der einzelnen Stakeholder. Gruppen, ob das nun niedergelassene Ärzte sind, selbst da sind die Hausärzte nicht immer konform mit den Facharztgruppierungen und nicht immer konform mit den Interessen der Akut- und Rehabilitationskliniken. Zweite große Herausforderung ist sicher, es gibt eine ganze Reihe, wir haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, heute innovative Versorgungskonzepte zu installieren, sei es nun der HZV, sei es IV 140,
sei es 73C, sei es DMP, kommt auch wieder um die Ecke aus Versorgungsforschungs- oder Managed Care. Das ist aber nur ein kleiner Ausschnitt. Frage, wer managt das, an welcher Stelle, für welchen Patienten, mit welcher Indikation? Also ne, da kriegen wir schon aus einem Ding, ne, bei 160 Kassen kriegen wir schon eine echte Herausforderung. Und wenn Sie dann noch einen Patienten nehmen mit drei chronischen Erkrankungen, ne, drei chronische Haupterkrankungen bei 160 Kassen, sind wir schon bei 500. Ne? Also das ist ein Workflow-Thema, das ist ein Thema, wer wird wann eingesteuert, das ist Praxis. Nächste große Herausforderung ist, die meisten Programme werden bedauerlicherweise bundesweit aufgesetzt. Ich kann nur dringend empfehlen, sie erstmal als Piloten laufen zu lassen, im Rahmen eines Zwiebelschalenmodells dann auszurollen. Wir lernen alle aus den Fehlern. Wir haben da sehr stark draus gelernt. Beginnen mit Papierdokumentation, dann IT, weil wenn man direkt IT anfängt, wissen wir nicht genau, wo die Hemmschüler sind. Nächstes großes Problem, IT. Ich bin ein großer Favorit davon. Wenn ich in die Arztpraxis reingehe, fühle ich mich versetzt in das Jahr 1960 teilweise, außer dass es ein Praxisdokumentationssystem gibt. Aber wenn Sie mal einfach auch bitte berücksichtigen, wer sind die Leistungserbringer? Wir haben 40% der Leistungserbringer sind über 50. Das ist ein Thema, was die IT-Affinität sicher nicht fördert. Wir haben mehr als 20% der niedergelassenen Ärzte sind über 60. Das ist sicher auch ein weiterer Hemmschuh, ne, im Ausrollen. Dann die Frage, die Begriffe, die die lieben Kollegen hier an Bord gerade benutzt haben. Sorry, ich fühle mich in der Situation, ich sehe das jetzt mal als Praktiker, wie wenn Sie sich mit einem niedergelassenen Arzt unterhalten, der bei seinem Steuerberater rauskommt. Fragen Sie mal den, was der verstanden hat. Der weiß, entweder darf ich 10.000 Euro nachzahlen, oder es ist aufgegangen, ne? Oder ich kriege 10.000 Euro zurück. Mehr versteht er nicht, mit dem können Sie sonst nichts machen. Das ist das Gleiche mit der Terminologie im IT-Bereich. Wenn wir uns hier mit denen unterhalten und hier sitzen, Sie wären alle niedergelassene Ärzte, garantiere ich Ihnen, hätte keiner irgendein Wort auch nur verstanden. Das heißt, die Akzeptanz, IT in die Praxis zu übertragen, in diese Vernetzungskonstellation, hat was mit Verständnis zu tun. Ich kann erst dann richtig mitarbeiten, wenn ich es verstehe. Und wenn Sie dann die Herausforderungen nehmen, die jetzt hier Herr Vogel uns vorgetragen hat beispielsweise oder der Kollege Demel vom BMC, wenn Sie sehen, die großen Programme, die wir aufsetzen, bei der Knappschaft geht das gut. Ne? Knappschaft ist ein kleiner Fädel, sagen wir in Köln. Ne? Das ist wunderbar, ist ein Fädel. Wir sind eine überschaubare Anzahl von Versicherten. Ne? Wir haben ein entsprechend strukturiertes System. Aber wir müssen sehen, dass die Menschen miteinander reden. Sie müssen kommunizieren, sie müssen sich an den ne? Sie müssen sich wechselseitig verstehen, sie müssen die gleichen Interessen haben. Sie brauchen ein Vergütungssystem, was funktioniert. Ne? Sie brauchen ein Bonussystem, weil sonst machen sie es nicht. Und wenn Sie dann hingehen, und Herr Vogel sagte, Evaluation der Daten und Wirtschaftlichkeit. Ich kann Ihnen sagen, wir haben ein großes Programm jetzt NRW-weit laufen mit 4.500 Patienten, was kontinuierlich läuft. Und evaluieren Sie mal und prüfen jeden einzelnen Evaluationsbogen auf Plausibilität. Plausibilität heißt nicht auf Vollständigkeit, bitte auf Plausibilität, das ist ein Unterschied. Die Systeme sind nämlich alle so ausgerichtet, dass sie heute nur auf Vollständigkeit Pflichtfelder haben. Also mein Wunsch wäre jetzt, wenn ich mir wünsche dir was, das ist vor Weihnachten, Frau Böckmann, ne? Aber nicht die Weihnachtsfee. Ach, da könnten sie sich hinentwickeln, da ist nicht viel, fehlt nicht viel. Dann würde ich mir eins erstmal wünschen, dass wir es schaffen, den Ärzten die Terminologie näher zu bringen. Weil wenn wir denen beibringen, warum wir das machen, Workflow ist okay, aber wenn wir ich habe mir nur aufgeschrieben, primäre, sekundäre, ne, Technologien, wenn modular aufgebaut, nicht monolith aufgebaut, ja, gehen Sie doch mal in eine Arztpraxis oder in ein Krankenhaus und erklären Sie das jemandem. Wenn Sie das schaffen, dann sind Sie die Weihnachtsfee im IT-Bereich und Sie werden also das schaffen, was Sie eigentlich wollen. Ja, danke für die Überleitung, also mit dem Fee-Sein, das übe ich dann mal noch. Dr. Daimel, wir haben jetzt so viel gehört an Schwierigkeiten und Anforderungen an solche Projekte. Ich will es mal zusammenfassen. Herr Vogelsang hat gesagt, die IT-Anforderungen müssen sich eigentlich vor Ort ergeben. Man muss vor Ort mit den Versorgern, mit den Leistungserbringern sprechen, was die eigentlich wollen und was die eigentlich brauchen. Wir haben auf der anderen Seite, das wissen wir, gesetzliche Anforderungen, was alles dokumentiert werden muss im Rahmen solcher Prozesse. Wir haben die Notwendigkeit von Evaluation, was auch eine gewisse Standardisierung von Datensätzen voraussetzt, sonst wird das nicht funktionieren. Wir haben gehört, dass die niedergelassenen Ärzte aus verschiedensten Gründen Akzeptanzprobleme haben hinsichtlich solcher Technologien. So, jetzt weiß ich aus meiner Vergangenheit noch, um mit IT und Software und sowas Geld zu verdienen, muss man eigentlich reproduzierbare Lösungen machen. Wie wollen Sie das denn lösen an der Stelle?